Ah, das ist eine Kiste. Da würde ich auch gerne nochmal hingehen. Ah. Kann ich eigentlich hier durch? Nee. Unüberwindbar. Sieht man gleich. Mein Gott. Okay, 83 Schuss fühlt sich besser an. Viel besser. Trotzdem hoffe ich mal darauf, dass wir nicht allzu vielen Stase-Nekromorphs begegnen werden. Oh, du Scheiße! Noch irgendwer hier? Nee. Dann brenne! In der Hölle! Ausgeboren! Satans! Alter. Feuer scheint ihr noch nicht so viel anzuhören. Ich verballer hier nur meine Magazine. Verbrenne meine Magazine. An den Teilen. Stars und gezielte Schüsse. Merken. Weiter. Okay. Da kann ich lang. Da gehe ich lang. Nun gut. Kann ich das hier so als kleine Wegsperre aufbauen? Ja. Vielleicht klappt's ja. Und weiter. Na, klasse. Eisholz, mach uns wieder ganz. Psycho. Schuss. 65 Schuss. Wozu brauchen die das hier? Ehrlich gesagt auch nicht raus. Okay, vielleicht doch. Nee, da ist nichts. Lass uns. Aber vielleicht ist das einfach nur eine gute Idee. Hier? Ja, warte, müssen wir nochmal. Nein. Und dann so, quasi ganz sanft. Boah. Und noch weiter nach vorn. Ja, genau so. Okay. Vielleicht das da noch haben? Ja. Oh, das ist hier so ein kleines Schloss. So, da kommt keiner raus. Der Tactic. Okay. Bitches, bring it on. Isaac, ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Es ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Okay, wir haben den guten Mann gehört.
Du hast keine Scheu. Diese Teile sind nochmal drei, viermal gruseliger als die ganz normalen Necromorphs. Meiner Meinung nach. Das ist ein Aufzug, den wir auch nehmen müssen. So, vorsichtshalber mal ein paar Körperteile von den werten Herren hier entfernen. Frachtraum. Ich frage mich auch, wozu diese Teile hier sind. Ich hab mich einfach so posten. Was passiert da? Ist hier die Tür geschlossen oder so? Nö. Wollen wir das Ding hier rausnehmen? Das darf ich anscheinend nicht. Was passiert, wenn ich das Ding rausnehme und das, was da vorhin noch da war? Das möchte ich gerne überprüfen. Ne, anscheinend nicht. Lassen wir den mal drin. Hätte mich jetzt auch gewundert, ob jetzt irgendwie so eine Geheimtür aufgegangen wäre oder so. Ja, wofür auch immer die da sind, ist das hier so ein kleiner Zusatz? Das ist ein kleiner Nebenraum. Okay, wie es aussieht, sollen wir den Aufzug da hochnehmen, wenn wir in diesen Raum da gehen. Dann ist da so ein Fahrstuhl, der dann runter in den Raum geht, in den ich hier gerade rein kann. Ja, ich guck mal schnell rein. Okay, achso. Das ist dann hier der Raum, in dem wir schon waren. Okay. Nützliche Tür. Sehr nützlich. Was zum Teufel? Ich wusste es. Da auch noch eins. So. Noch jemand hier, der ein Wort sagen möchte? Nein? Ist auch gut so. Ja, ich habe das Gefühl, dass da gleich noch einer rauskommt, wenn ich das Teil jetzt rausnehme. Komm schon. Ganz schön. Das Ding ist jetzt drin. Ach. Fick dich. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kine, Dr. Kine. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, Sie müssen mir helfen.
Okay, diesen Typen haben wir doch, glaube ich, in ein, zwei Audiologs schon mal gehört. Und der klang gerade, so verrückt es sich angehört hat, auch irgendwo vernünftig. Wenn die Kirche Unrecht hat, ist alles vernünftig. Nein, Spaß. Aber dem Typen würde ich wirklich gerne helfen. Wenn ich irgendwann die Möglichkeit dazu habe. Ja, dem würde ich auch gerne helfen, aber ich glaube, dem ist nicht zu helfen. Kann ich auf den schießen? Nee. Ich klicke, ja. Wenn ich klicken möchte, dann zieht er seine Waffe runter. Na gut, wir sind auch keine Menschentöter, wir sind Alien, Biester, Vernichter des Todes. Des Todes? Ah, ja. Wunderbar. Die Munition ist hier wirklich sparsam umzugehen, also ein Kampf, der sich schon durch die ganzen Kapitel zieht, zumindest bei mir. Zum Arsenal. Ich denke, den zweiten haben wir ja wohl mit der Explosion mitgenommen. Gut. Das ist auch fies, ey. Zeigen Sie mir auf der Karte einen Shop an. Ach, das ist eine Werkbank. Ist ja egal, fast dasselbe. Und dann kommt da so eine Horde von Gegnern auf mich zu. Hm. Gut, ich denke, das kleine Medikit können wir einfach benutzen. Ich war mir jetzt nicht sicher, welches der nimmt, wenn ich einfach nur Q drücke. Okay, ein Energieknoten, den wir gleich verwerten können. Und was ist das? Keine Chance. Hier spricht Commander Cadigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprungs. Wiederhole, außerirdisch und extrem gefährlich. An alle Crewmitglieder, Waffen bereithalten und nach Ermessen schießen. Das kann einem auch mal im 9. Kapitel vorkommen, dass sie einem dann erst erzählen, dass man Feinde anschießen soll. Schießstand. Ein Schießstand. Interessant. Start. Oh. Verliere ich Munition. Ach nee, unendlich Munition. Okay. Anscheinend soll ich die roten Teile abschießen. Nee, der ist blau, den schieße ich nicht ab. Nein. 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 Da. Okay, nichts passiert. Anscheinend muss ich das ohne einen Fehler machen. Das habe ich am Anfang ein bisschen verpennt. Also gleich nochmal.
Nein, du nicht. Darum kommt. Gibt es extra Punkte? Nee. Voll in die Eier. So. Süß. Okay. Level 1 steht ja. Geht's weiter? Ja. Okay. Es ist schneller geworden. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Vielleicht sollte ich hier auch irgendwie schneiden und dann am Ende sagen, was ich alles bekommen habe. Wenn das zu lang geht, das entscheide ich dann wohl noch. Aber die Sachen hier möchte ich mir umgehend durch die Lappen gehen lassen. Das lag nicht so auf der Seite, okay. So, 1400. Ich weiß auch nicht, warum ich da hinziehe. Wie ihr merkt, ist es tatsächlich schneller geworden. Aber für Profi-Gamer wie mich ist das natürlich keine Herausforderung. Ärgerlich wird es natürlich, wenn man aus Versehen so einen blauen Mannequin abschießt. Die Preise werden besser. Okay. Das geht besser. Ach, fuck. So, kann ich einfach weggehen? Kann ich herkommen? Ja. Jawohl. Und? Eine Halbleiter Rubin. Na, geht's noch weiter? Oh, okay. Ich glaube, das ist das Letzte. Nein! Ah. Ja, ja. Komm. Ist gut. Nochmal. Der nicht. Scheiße. Wenn man das noch macht, fühlen sich die Schüsse so verzögert an. Also, während ich noch auf den einen schieße, gehen die Schüsse, während ich auf den anderen ziele, noch also auf den anderen über, obwohl ich gar nicht. Ja, ist auch egal. Ja. Und das nächste ist wieder bei Level 1. Okay. Kriegt man dann hier wieder irgendwas? Nur mal so.
antesten. Ob man sich hier unendlich Munition anhäufen kann. Warte! Ich verbrauche gerade Munition. Ja, Munition sparen, ganz wichtig. Aber ich will wissen, ob man hier noch was bekommt. Das ist mit der Munition nicht eine Frechheit. Dreckspiel.